Hallo, mein Name ist Jürgen Reuswig. Ich bin einer der Gründer der Games Distillery und möchte euch heute unser neues Spiel Citadels vorstellen. Citadels ist ein Strategiespiel, mit dem wir hauptsächlich Strategie- und Aufbauspiele ansprechen wollen, aber auch Freunde von Mittelalter, Fantasy und insbesondere Burgenbau. In dem ersten Teil unseres Videos heute geht es darum, den Wirtschafts- und Aufbaupfeil von Citadels vorzustellen. Viel Spaß damit! Citadels ist ein Strategiespiel mit einem Aufbaupart, bei dem es hauptsächlich darum geht, Befestigungsanlagen und Verteidigungsanlagen zu bauen. Das Setting ist angesiedelt im mittelalterlichen England. Die Artus-Sage haben wir uns als Grundlage genommen. Zu Beginn will ich euch erstmal den Wirtschaftspart des Spiels kurz vorstellen. Das Besondere an Citadels ist, dass es ein Bürgersystem hat. Das heißt, alles, was gebaut wird, muss über Bürger gebaut werden. Bürger kann ich generieren, indem ich mehr Häuser baue. Dadurch erhöhe ich mein Einheitenlimit und kann neue Bürger generieren. Die Ökonomie besteht aus zwei Stufen. Ich muss erstmal die Grundstufe abdecken, um Basisressourcen zu sammeln, die mir ermöglichen, dann weitere Gebäude freizuschalten und zu bauen. Die Basisressourcen sind Holz, Korn, Stein und Erz, was ich durch die entsprechenden Gebäude erstmal sammeln muss und in mein Lager schaffen muss, um es von dort weiter zu verarbeiten. Sobald ich einen Arbeiter anklicke, bekomme ich das Baumenü. Und hier finde ich die ressourcenproduzierenden Gebäude. Ich werde erstmal anfangen, hier eine Holzfällerhütte zu bauen. Jetzt läuft der Arbeiter erst zu dem Haupttor, holt die Ressourcen, die er braucht, um das Gebäude zu bauen und fängt dann an, das Gebäude zu errichten. Und so baue ich jetzt erstmal die Basisökonomie für mein Spiel auf, um alle wichtigen Ressourcen einzusammeln, die ich brauche, um mich dann später in höhere Stufen abzugraden oder größere Gebäude zu kaufen. Das zweite Gebäude, das ich hier baue, ist die Farm. Die Farm produziert Weizen, den ich zur Nahrungsproduktion brauche. Die erste Holzfällerhütte ist schon errichtet. Das Besondere ist, ich kann jetzt mehrere Arbeiter hier reinschicken, um einfach produktiver zu sein und schneller mehr zu produzieren. Was ich jetzt noch baue, ist eine Erzmine. Ich weiß zufälligerweise, dass es hier unten Erz gibt. Also positioniere ich hier in der Nähe eine Erzmine. Und das letzte der Grundgebäude ist der Steinbruch. Den positioniere ich hier unten, wo ich Steine abernten kann. So, jetzt sehe ich, ich habe nur noch zwei Arbeiter zur Verfügung. Um neue zu generieren, muss ich Häuser bauen. Das heißt, ich setze hier schon mal ein Haus hin und wieder. Der Arbeiter geht zum Haupthaus, holt sich die Ressourcen ab und läuft dann, um das Gebäude zu errichten. So, jetzt produziere ich quasi alle vier Grundgüter. Zusätzlich als weiteres Gebäude kann ich auch den Marktplatz bauen. An dem Marktplatz kann ich zum einen Waren verkaufen, um die zusätzliche Ressource Gold, die ich auch noch in dem Spiel brauche, zu generieren. Ich kann aber auch Waren einkaufen, wenn ich kurzfristig einen Bedarf an einer Ware habe, die ich so schnell nicht produzieren will oder kann. So, der Markt ist jetzt fertig, können wir uns kurz anschauen. Hier kann ich alle Waren handeln, kann sie einkaufen oder verkaufen. Nachdem ich die ersten vier Grundgebäude gebaut habe, um die Grundressourcen zu sammeln, habe ich die Möglichkeit, das Hauptgebäude abzugraden. Das Hauptgebäude kann in drei Stufen abgegradet werden, was mir jeweils neue Bauoptionen und verbesserte Gebäude freischaltet. So, ich sehe jetzt, mein Haupthaus ist abgegradet. Es hat sich auch visuell verändert. Und jetzt stehen mir neue Bauoptionen zur Verfügung. Wichtig ist, ich kann auch die jetzt bereits gebauten Gebäude eine Stufe upgraden. Damit erhöhe ich ihre Effizienz und die Anzahl der Arbeiter, die sie aufnehmen können. Die weiterverarbeitenden Betriebe produzieren aus den Steinen Steinblöcke zum Bauen von Gebäuden. Aus Holz machen sie Holzplanken, auch zum Bauen von Gebäuden und Rüstungsanlagen. Aus dem Korn wird schließlich Brot gebacken. Und aus dem Erz macht der Waffenschmied Waffen, die ich später zur Ausrüstung meiner Armeen benötige. Ich habe jetzt ein zusätzliches Lagergebäude freigeschaltet bekommen. Das brauche ich, um jetzt die Ressourcen
der zweiten Stufe lagern zu können. Zusätzlich kann ich jetzt die Produktionsgebäude der zweiten Stufe bauen. Hier ist eine zweite Stufe hinzugekommen, die alle Ressourcen der Stufe 1 nehmen und weiterverarbeiten. Dieses Gebäude hier macht dann aus dem Holz die Holzplanken. Und dieses Gebäude hier macht aus den Steinen richtige Steinblöcke zum Bauen aufwendigerer Gebäude. Und jetzt muss ich noch die nächsten beiden Produktionsgebäude bauen. Das ist zum einen der Bäcker, der für das Brot sorgt, und der Waffenschmied, der dann Waffen für meine spätere Waffenproduktion zur Verfügung stellt. Jetzt habe ich alle Gebäude der zweiten Stufe gebaut. Und es wäre der richtige Zeitpunkt, das Haupthaus auch auf die nächste Stufe abzugraden. An dem Haupthaus kann ich zusätzlich auch Steuern einstellen. Das wird insbesondere in dem weiteren Spielverlauf wichtig. Das heißt, wenn ich schon die Basisressourcen in großem Maße produziere und einen Überschuss habe, kann ich durch Erhöhen der Steuern den Anteil an Gold, den ich bekomme, erhöhen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 10 Holz sammeln würde und ich setze die Steuern auf 40%, würde ich nur noch 6 Anteile Holz, aber dafür 4 Anteile Gold bekommen. So, jetzt habe ich alle Produktionsgebäude gebaut und auch auf die höchste Stufe abgegradet. Und ich sehe, in meiner kleinen Siedlung ist jetzt auch schon einiges los. Und jetzt habe ich meine komplette Ökonomie am Laufen. Ich würde natürlich jetzt versuchen, meinen Stützpunkt hier mit Verteidigungsanlagen zu sichern. So, das war auch schon der erste Teil unserer Videoreihe zu Citadels. Beim nächsten Mal erzähle ich euch mehr über den Bau von Verteidigungsanlagen und den Burgenbau im Allgemeinen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut.